In diesem Video schauen wir uns das Stiga Ebenholz NCT 7 an. Viel Spaß! Mit 175 Euro zählt das edle Ebenholz sicherlich zu den hochpreisigen Hölzern auf dem Markt. Dafür bekommt man ein wirklich hochwertiges Stück Handwerk, das mit seinen 7 Schichten ordentliche 95 Gramm auf die Waage bringt. Mit den entsprechenden Offensivbelägen wird das Teil sehr kopflastig. Optisch hat das dunkle Holz einen hohen Wiedererkennungswert. Stiga bietet verschiedene Griffstärken an. Generell liegt das Holz gut in der Hand. Bemängeln müssen wir die nicht entgrateten Kanten der Schlagflügel. Im Dotz-Test erzeugt das Ebenholz NCT 7 einen hellen Klang und ein relativ hohes Grundtempo. Der Anschlag erzeugt geringe bis mittlere Vibrationen. Für ein Vollholz fühlt es sich wirklich sehr hart an, hat dabei aber durchaus ein dynamisches Anschlagsgefühl, das auch eine leichte Flexibilität mit sich bringt. Das Ebenholz NCT 7 spielt sich wirklich schnell, dabei aber auch immer noch gefühlvoll. Durch das direkte, relativ lineare Spielgefühl bekommt man eine gute Ballrückmeldung, gerade wenn man diese in Relation zum hohen Tempo sieht. Bemerkenswert ist der für ein Vollholz relativ große Sweet Spot. Härtemäßig lässt sich das NCT 7 knapp unter einem Carbonholz einordnen. Eine Tatsache, die auch dafür sorgt, dass man das schicke Holz auf jeden Fall auch im tempobetonten Topspin-Spiel einsetzen kann. Die Spin-Entwicklung ist insbesondere bei der Eröffnung erstaunlich gut. Dass das Teil aber auch im passiven Spiel überzeugt, zeigt sich unter anderem beim Blocken und beim Schupfen. Trotz des hohen Tempos ist die Kontrolle dabei überdurchschnittlich gut. Ebenfalls gut performt das Ebenholz natürlich in der Halbdistanz. Hier macht sich eine leichte Dynamik positiv bemerkbar.
Das Stiga Ebenholz NCT 7 ist ein offensives Vollholz, das eine herausragende Balance zwischen Kontrolle und Tempo bietet und in Sachen Härte dabei die letzte Stufe vor einem echten Carbonholz darstellt. Wem Kunstfaserhölzer also etwas zu gefühllos daherkommen, aber dennoch ein hohes Tempo und eine hohe Durchschlagskraft verlangt, der sollte sich dieses edle Teil auf jeden Fall mal genauer anschauen. You can't win if you don't play. The game might be dirty, but it's okay. You can't